Bale Moschee aus Litauen. Das Ganze kommt jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt Bock auf das heutige Video. Es kommt ein Bier zum Zuge, wieder aus einer meiner litauischen Lieblingsbrauereien. Waren vor ein paar Jahren, ich erzähle es immer wieder, beim Craft Beer Fest, haben ein Schattendasein da gefristet und am zweiten Tag hatte sich rumgesprochen, hey, da gibt es die richtig geilen Sachen. Super Freaks von Sarkiskiu Alus. Alus, spreche das sicher falsch aus. Wie es auf Litauisch heißt, weiß ich nicht richtig, aber Sarkiski Alus, die Experten von euch wissen, A, was ich meine und B, wahrscheinlich, wie es besser ausgesprochen wird. Könnt ihr mir mal in Lautschrift schreiben, wenn ihr Ahnung habt, wenn ihr Litauisch könnt, wie das wirklich ausgesprochen wird. Aber was wichtig ist, Bale Moschee. Moschee, ein französischer Met im erweitertsten Sinne, gemacht mit Champagnerhefe. Und das ist auch tatsächlich schon das Geheimnis von diesem Bier. Es ist ein Honigbier. Auf der Homepage stehen 300 Kilogramm Honig wurden verwendet und haben das Bier auf satte 24 Plato hochgetrieben. 300 Kilo ist natürlich insofern immer eine schwierige Hausnummer, wenn man nicht weiß, wie groß der Sudkessel war, also wie groß der Sud ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass man hier sicher über wahrscheinlich 40, 80 Hektoliter sicher reden. Aber ich mag da völlig falsch liegen. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Sudwerk von den Herrschaften ist. Herausgekommen sind dann 11,1% Alkohol, also 24 Plato natürlich über den Honig, der drin ist, und 11,1% Alkohol. Keine Bittereinheiten, liegt auch daran, weil ein Met bzw. in dieses Honigbier einfach kein Hopfen reingekommen ist. Und ich würde einfach vorschlagen, nachdem wir kurz einen Blick hier drauf geworfen haben, auf die Bottle Cap, machen wir das Ganze mal auf. Erhitzt wurde das Ganze, und das ist sehr ausführlich erklärt, auf 125 Grad der Honig, und dadurch karamellisiert der. Und jetzt erklärt sich nämlich auch die Farbe, dieses Karamellige hier im Glas. Es hat tatsächlich die Farbe von richtig einer schönen, ja, dunkler Bernstein-Karamellfarbe, ganz leichter rötlicher Einschlag, wenig Schaum oben drauf und ja, so schaut es dann eben aus. Schön glanzfein, aber das kennen wir auch von Honigbieren. Und Champagnerhefe kam hier dann auch zum Einsatz. Boah! Also, ganz ehrlich, ich habe das Bier schon ein bisschen wärmer werden lassen. Also es hat jetzt sicher gute Zimmertemperatur. Aber man hat viel süßen Honig in der Nase. Es hat auch so ein bisschen Bienenwachs. Und also ganz ehrlich, Karamell ist mit dabei und auch Alkohol. Also gewisse Schwere hat dieses Bier schon in der Nase. Hat eine ja doch ausgeprägte alkoholischere Nase. Aber in diesem Sinne, cheers, es ist Weihnachtszeit, da geht sowas. Ja, also vielleicht war der Sudkessel ein bisschen kleiner, hatte wirklich eine kräftige Süße. Kräftige Honigsüße, keine hopfigen Einflüsse in weder fruchtige noch bittere Richtung. Es schmeckt wie ein Met. Bin auch kein großer Freund von Met, weil es mir immer ein bisschen zu süß ist. Das Bier, das muss ich ehrlicherweise sagen, ist hart an der Grenze, eben zu diesen klebrig süßen und angenehm süßen. Und ich habe ja für mich in den letzten Wochen und Monaten herausgefunden, dass es tatsächlich viele gute Biere gibt, die süß sind, ohne klebrig unangenehm süß zu sein. Dies ist tatsächlich eins dieser Biere, die tendenziell eher auf dieser guten Süße-Seite sind. Es ist nicht unangenehm, die Süße, wobei es, wie gesagt, wahrscheinlich für viele schon sehr grenzwertig ist, wenn man eben süß nicht mag. Hat auch ein paar erdige Töne mit dabei, viel Karamell, auch ein bisschen von dem Bienenwachs mit drin, geschmacklich. Und es ist natürlich ein wuchtiger Körper, keine Frage. Hat minimale Kohlensäure, um nicht zu, eigentlich gar nicht.
Also es hat beim Einschenken hat es ein bisschen geschäumt, aber so im Trunk merkt man es eigentlich dann eher gar nicht. Man vermisst es aber auch nicht, muss man fairerweise auch sagen. Das geht schon eher so in diese Dessertweinrichtung und hat so ein ganz Fitzelchen Kohlensäure mit dabei, aber das ist nicht der Rede wert. Ölige Textur, wen überrascht es? Bei den technischen Daten ist das weiter nichts Außergewöhnliches und es wärmt hinten raus im Nachtrunk dann auch schön und es bleibt eben diese Honignote, diese schöne Süße bleibt im Mundraum hängen und ganz ehrlich, wenn man es mag, ist es vermutlich ein sehr, sehr schönes Bier. Wenn man mit süßen, gerade mit Honigbieren, Met nichts anfangen kann, wird man da, glaube ich, wenig Freude haben mit dem Barley Boschet von Sakis Q Alus aus Litauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, es ist nicht so süß, wie ich es erwartet hätte. Das kann wirklich, finde ich, böse ins Auge gehen. Das haben sie sehr gut geschafft. Es ist vom Alkohol, haben wir noch nicht drüber geredet. Ich habe in der Nase deutlich mehr Alkohol gehabt als nachher im Trunk. Es ist auch gar nicht so übertrieben wärmend, aber das geht wahrscheinlich alles in diesem eher süßlichen Honigthema unter. Und am Ende des Tages, dann muss ich sagen, ist es ein schönes Bier, wo ich sage, für mich persönlich, gut, dass ich es mal getrunken habe, aber von den Herrschaften gibt es andere Biere, wo ich mich eher anstellen würde. Aber nochmal gesagt, wenn man Honigbiere mäht, wenn man darauf steht, und da gibt es ja eine riesen Fangemeinde für die gerade so Mittelalterfeste und sowas, ich glaube, die reißen dir das aus den Händen. Und deshalb gibt es von ProbierTV für das Barley Boschet aus Litauen gibt es 3,5 Punkte für das Honigbier aus Litauen. Und ich möchte dieses Bier schon mal nutzen, euch frohe Weihnachten zu wünschen. Habt ein paar geruhsame Tage. Ich lasse euch nicht in Frieden. Hab noch einige Biere auf der Pfanne, die es bis Silvester zu zeigen gibt. Und auch im neuen Jahr geht es dann nahtlos weiter. Wenn nicht mehr so viele Videos am Tag werden, wie es in den letzten Tagen war. Aber ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und ich habe noch wirklich ein paar spannende Sachen da hinter der Kamera stehen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wird ein bisschen Bier abseits der normalen Trampelpfade werden. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren und erstmal frohe Festtage. Und wie gesagt, ich bleib lästig, bin am 1., 2., 3. Weihnachtsfeiertag für euch da. Und wenn ihr Lust habt, dann schaltet einfach ein. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und frohe Weihnachten. Cheers.